Max Hopp galt als das größte Darts-Talent, was Darts Deutschland je hatte. Er war der erste deutsche Spieler, der einen European Tour-Titel gewinnen konnte, performte gemeinsam mit Martin Schindler phänomenal beim World Cup of Darts und sicherte sich zudem noch einen Players Championship-Titel. Doch mittlerweile ist Max Hopp nicht mal mehr Tourcard-Inhaber. Wie konnte das passieren? Mit 12 Jahren fing Max Hopp an, Dart zu spielen. Sein Vater wollte eine Dartscheibe aufhängen und da nirgendwo sonst Platz war, hing er die Scheibe im Zimmer von Max auf. Der Sport machte ihm so viel Spaß, dass er teilweise mehrere Stunden am Board verbringt. Anfangs spielt Max nur die kleinen, regionalen Turniere. Doch nach knapp einem Jahr erkannte sein Vater Ralf das Potenzial in seinem Sohn und fuhr mit ihm deutschlandweit zu DDV-Ranglistenturnieren. Nachdem er auch dort gut performte, spielte der Maximizer sogar in verschiedenen europäischen Ländern. Seinen ersten großen Titel sicherte sich Hopp mit 13 Jahren bei den Junioren. Er gewann Dortmund Open und qualifizierte sich dadurch auch für die World Masters. 2011 spielte er den WDF World Cup mit, bei dem er es im jungen Einzel ins Finale gegen Jimi Hendrix schaffte und im Mixed mit Ann-Kathrin Wickmann ebenfalls Zweiter wurde. Das Jahr 2011 rundete er mit dem Gewinn des DDV-Jugendmeistertitels ab. 2012 nahm er an der WDF-Jugend-Europameisterschaft teil. Dort besiegte er im Finale Rielle de Swaan. Internationale Aufmerksamkeit gelang ihm, nachdem er 2013 bei den Dutch Open gegen Terry Jenkins und Ex-Weltmeister Steve Beaton siegte. Erst im Achtelfinale scheiterte er an Paul Nicholson. Nach diesem Turnier wurde Hopp in den höchsten Tönen gelobt. Ich kenne viele deutsche Spieler, aber dieser Kerl ist außergewöhnlich und das mit 16, sagte der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld. Auch Großmeister Taylor schwärmte von dem jungen Itzsteiner. Max ist etwas Besonderes, ein richtig guter Spieler. Wer gegen ihn spielt, wird ein paar schlaflose Nächte vor dem Match haben. Hopp qualifizierte sich für die Darts-WM 2013, da er den Western Europe Qualifier im Finale gegen Mike Langendorf für sich entscheiden konnte. Die Vorrunde der WM überstand Hopp mit einem Sieg über den Südafrikaner Charles Peterson. Am selben Abend unterlag er dann jedoch gegen Dennis Ovens mit 2:3. Als erster der European Order of Merit qualifizierte sich Hopp auch für die WM im darauffolgenden Jahr. Dort traf er in der ersten Runde gegen Robert Thornton an. Hopp hielt gegen den Schotten gut mit, musste sich dann aber trotzdem mit 1:3 geschlagen geben. Für die WM 2015 qualifizierte sich der Deutsche über die Bulls Super League. Da er jedoch erneut über die European Order of Merit qualifiziert war, rückte sein Super League-Finalgegner Sascha Stein nach. Erneut wartete auf den Maximizer ein erfahrener Spieler in der ersten Runde. Mervyn King, der damals noch in den Top 10 der Order of Merit war, wurden die Pfeile um die Ohren geschleudert. Mit einem 96er Average und 10 180ern besiegte das Nachwuchstalent den Engländer nach Verlängerung mit 3:2. Bei den World Series Finals 2015 erreichte er sein erstes TV-Achtelfinale mit einem Sieg über Dimi Vandenberg. Auf der Pro Tour spielte er sich in zwei Viertelfinals und in einem Qualifikationsturnier für die European Tour gelang ihm sein erster 9-Darter. Durch seine guten Leistungen überholte er Gian Arthut in der Order of Merit und war die neue deutsche Nummer 1. Der Startschuss für die 5 Jahre an der deutschen Spitze. Das Highlight des Jahres war für ihn das Erreichen des Finales der Youth World Championship, das bekanntlich am Finaltag der Players Championship Finals ausgetragen wird. Im Finale traf er auf Nathan Espinel und nachdem Hopp bereits 4 Matchstarts vergeben hatte, traf der 5. in der Doppel 5 ein. Dieser Sieg bedeutete nicht nur die Qualifikation für den Grand Slam of Darts, sondern auch 10.000 Pfund Preisgeld. In der WM 2016 unterlag er in der ersten Runde gegen Benito van der Paas mit 1:3. Das Jahr 2016 lief okay für den frisch gebackenen Jugendweltmeister. Er gewann ein Development Tour Event und schaffte es bei European Tour Event in Hamburg nach Siegen über Joe Mernon, Ian Wright und Terry Jenkins ins Viertelfinale. Beim Grand Slam of Darts schied er auch aufgrund seiner starken Gruppe bereits in der Gruppenphase aus. Das Jahr 2017 war das bisher schlechteste in der Karriere von Hopp, mit Ausnahme des World Cup of Darts, den er gemeinsam mit Martin Schindler gespielt hat. Nach einem überraschenden Erstrundensieg über Nordirland im Decider und einem überzeugenden Auftritt im Achtelfinale gegen Brasilien wartete dort die Niederlande im Viertelfinale. Hopp erzwang gegen Van Barneveld zwar das Doppel, dort unterlagen die jungen Deutschen aber mit 2:4. Aufgrund des schlechten Jahres konnte sich Hopp nach 5 Jahren mal wieder nicht für eine WM qualifizieren. Auch der Start ins Jahr 2018 lief schwierig an. Mit einem Viertelfinale beim German Dart Grand Prix in München machte er dann wieder auf sich aufmerksam. Doch die große Sensation sollte noch folgen. Im April qualifizierte er sich für die German Darts Open. Und auf seinem Weg ins Halbfinale bezwang er unter anderem Peter Wright, Benito van der Paas und Joe Kallen.
Im Halbfinale bezwang er dann Rob Cross im entscheidenden Leg mit einem 121er Check übers Bullseye. Und im Finale lief eigentlich alles für Michael Smith. Der Engländer führte mit 6:3, bevor der Maximizer sich in die Partie kämpfte, zum 6:6 und zum 7:7 ausglich. Im letzten Leg wiederholte der Deutsche sein phänomenales 121er Finish aus dem Halbfinale und gewann so als erster deutscher Spieler ein European Tour Turnier. Beim World Cup lieferte Max Hopp erneut eine starke Leistung ab, nachdem Schindler und er wie im Vorjahr Nordirland besiegten und erneut, trotz unfassbarer Performance von Hopp, gegen den späteren Turniersieger Niederlande verloren. Aufgrund seines starken Jahres konnte sich Hopp als erster deutscher Spieler für das World Matchplay qualifizieren. Dort unterlag er in der ersten Runde Ian White jedoch mit 7:10. Ende September sicherte er sich im Players Championship 19 seinen ersten Pro-Tour-Titel. Doch das war noch nicht alles in dem Jahr. Bei der European Championship 2018 startete Hopp mit Siegen über Willie O'Connor, James Wilson und Darren Webster in das Turnier und brachte so die Fans der Dortmunder Westfalenhalle hinter sich. Im Halbfinale traf der Maximizer auf James Wade. Hopp verpasste jedoch beim Stand von 10:9 drei Matchstarts. Und so glich The Machine aus und checkte anschließend 102 Punkte zum bitteren Halbfinale aus für Hopp. In die WM 2019 ging Max Hopp als gesetzter Spieler. Die Ranglistenposition 32 besagte aber, dass er nach seinem 3:0-Erfolg über Danny Noppert in der dritten Runde gegen MVG antreten musste. In diesem Spiel ließ Van Gerven seine Klasse aufblitzen und gab nicht mal einen Satz. 2019 gelang ihm sein erster World Matchplay-Sieg, ein Playoff Championship-Finale und im letzten Pro-Tour-Turnier des Jahres stellte er mit 119,2 Punkten einen neuen deutschen Average-Rekord auf. Ein besonders unnötiger Fehler passierte Hopp Anfang 2019. Er vergaß sich für zwei European-Tour-Turniere anzumelden, bei denen er sogar gesetzt gewesen wäre. Demnach ließ er sich die Chance auf insgesamt 58.000 Pfund entgehen. Bei der WM 2020 verpasste Hopp wiederholt das Achtelfinale, da er nach einem knappen Sieg über Benito van de Paas an Darius Labanauskas scheiterte. In der WM 2021 gelang ihm ein Sieg zum Auftakt gegen Gordon Mathers, bis er in Runde 2 gegen Mervyn King nahezu chancenlos war. Da er sich nicht für die darauffolgende WM qualifizieren konnte, nahm Hopp nach einigen Jahren Abstinenz wieder an der Super League teil, wo er hingegen im Halbfinale ausschied. Somit qualifizierte er sich nicht für die WM und nur durch das Achtelfinal-Comeback von Mervyn King gegen Raymond Smith konnte er seine Tourcard halten. Neben dem Verlust seiner Tourcard musste sich Hopp zu der Zeit jedoch auch mit einem Shitstorm auseinandersetzen. Mitte Dezember 2021 veröffentlichte er nämlich eine Biografie namens Von 0 auf 180, eine Darts-Karriere in Deutschland. Viele Darts-Fans kritisierten ihn für den Veröffentlichungszeitpunkt, der in die mit Abstand schlechteste Phase seiner Karriere hineinfiel. Doch neben respektvoller Kritik gab es jedoch auch viele Kommentare, die absolut unangebracht waren. Schwachkopf, Versager oder fauler Sack waren da noch die harmlosen Bezeichnungen für den Itsteiner. Das Jahr 2023 lief noch schlechter als das zuvor. Keine Qualifikation für die WM und in der Super League kam er nicht einmal über die Gruppenphase hinaus. Somit verlor Hopp seine Tourcard und konnte sie bis heute nicht mehr zurückholen, da er unter anderem auf der Challenge Tour nicht überzeugen konnte. Neben seinen schwachen sportlichen Leistungen stand Hopp zuletzt auch durch die Auswahl seiner Werbepartner in der Kritik. So machte der 27-Jährige beispielsweise Werbung für den Glücksspielanbieter Stargames.de und für den umstrittenen Dart-Konfigurator-Shop MyDartFile. Aus diesem Grund haben sich einige Fans von Hopp abgewandt und ohne den sportlichen Erfolg wird es schwer, sie wieder zurückzugewinnen. Mittlerweile macht sich Hopp Gedanken darüber, einen weiteren Beruf auszuüben, da der eingespielte Ertrag auf der Challenge Tour nicht mehr ausreicht. Nebenbei spielt Hopp viele Exhibitions mit und kommentiert auf DAZN und Sport1 die Major-Turniere, um sich Geld dazu zu verdienen. Wie findet ihr die Geschichte von Max Hopp? Ist er trotz seiner jetzigen Situation der beste deutsche Spieler aller Zeiten oder hat ihn Gabriel Clemens bereits überholt? Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zugucken. Good Darts!